Ich möchte es nicht nur genießen, wenn ich mein Gehalt bekomme oder Urlaub habe oder shoppen gehe. Ich möchte es auch genießen, wenn ich Lebensmittel einkaufen muss. Ich möchte es genießen, zu Hause aufzuräumen. Ich möchte alles genießen, gleich was ich tue. Das Leben ist zu kurz, um die Lebensreise nicht zu genießen. Wenn wir nicht wissen, wer wir in Christus sind, schlagen wir uns oft mit Schuldgefühlen herum. Uns fehlt es dann an Frieden und Freude. Was für ein Bild geben wir in dem Fall für Gott ab? Lasst uns nicht so aussehen, als wären wir in Zitronensaft getauft worden. Wisst ihr, viele Leute, die in die Kirche gehen, wissen nicht, wie man Spaß hat. Sie werden so abstoßend religiös, weil sie meinen, das gefiele Gott. Sie hören mit allem auf, was irgendwie Spaß macht. Ich bin der Meinung, dass viele Frauen, die ihren Glauben ernst nehmen und sich wünschen, dass ihre Männer auch gläubig werden, gut daran täten, einfach etwas mehr Spaß mit ihren Männern zu haben, statt ihnen ständig die Hände aufzulegen, um Dämonen auszutreiben. Wenn ein Mann sieht, wie glücklich seine Frau ist, möchte er vielleicht auch etwas davon haben. Will Gott, dass ich das Leben genieße? Mir fiel es lange Zeit sehr schwer, das zu glauben, weil ich nie richtig Kind sein konnte. Sowohl der Missbrauch, den ich zu Hause erlitten hatte, als auch die ständigen Wutausbrüche meines Vaters und die Angst, die er in mir weckte, verhinderten, dass ich richtig Kind sein konnte. Das wurde mir allerdings erst bewusst, als ich Dave heiratete und dachte, warum musst du denn ständig so herumalbern? Es geht doch darum, verantwortungsbewusst zu handeln. Es war gar nicht so, dass er unverantwortlich war. Er wollte einfach das genießen, was er tat. Und das ist etwas, was ich mittlerweile selbst anstrebe und auch euch wünsche. Ich möchte es nicht nur genießen, wenn ich mein Gehalt bekomme oder Urlaub habe oder shoppen gehe. Ich möchte es auch genießen, wenn ich Lebensmittel einkaufen muss. Ich möchte es genießen, zu Hause aufzuräumen. Ich möchte alles genießen, gleich was ich tue. Das Leben ist zu kurz, um die Lebensreise nicht zu genießen. Soll ich bitte schön das Aufräumen genießen? Ich räume auf, die anderen bringen alles durcheinander. Da heißt es, den Blickwinkel zu ändern und zu sagen, Gott sei Dank, ich habe ein Zuhause, das ich aufräumen kann. Und Gott sei Dank, ich habe eine Familie. Selbst wenn sie Sachen in Unordnung bringt. Wenn ihr allein wärt, wäre da niemand, der alles unordentlich macht. Ihr könnt ganz allein essen, ihr könnt ganz allein schlafen, ihr hättet niemanden, mit dem ihr reden könnt. Darf ich euch lieben Frauen, die ihr immer an euren Männern herumnörgelt, mal etwas sagen? Ich sage nicht, dass es an euren Männern nichts auszusetzen gibt, aber wenn ihr euren Mann wirklich nicht haben wollt, dann gibt es vermutlich irgendwo eine einsame Frau, die ihn euch liebend gern abnehmen würde. Also solltet ihr ihn vielleicht mal umarmen und sagen, dich behalte ich. Ich weiß, dass einige von euch in sehr schwierigen Situationen stecken, die mehr erfordern als nur einen anderen Blickwinkel. Aber mir geht es hier um Kleinkariertheit, um das ständige Genörgel, mir gefällt dies und jenes nicht. Einmal hatte ich es auf Dave abgesehen und sagte, du musst etwas mehr Initiative ergreifen. Du musst etwas forscher, etwas aggressiver sein, mehr Gelegenheiten beim Schopf ergreifen. Und er sagte, du solltest Gott lieber dafür danken, dass ich so bin, wie ich bin. Sonst würdest du bestimmt nicht tun, was du tust. Okay, then. Damit war das Thema abgehakt.
Er hatte vollkommen recht. Wisst ihr was? Wir sind oft so unglücklich mit dem, was wir haben. Aber ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass es vielleicht genau das ist, was wir brauchen? Wer von euch ist mit jemandem verheiratet, der das genaue Gegenteil von euch ist? Gott hat das mit Absicht gemacht. Unser Problem ist, dass wir jemanden heiraten, der nicht so ist wie wir, und dann den Rest unserer Ehe damit verbringen, ihn verändern zu wollen. Na gut. Nebenbei gesagt, steht in der Bibel, dass eine Frau ihren Mann genießen soll. Wirklich? Das steht da? Keine Sorge, ich führe das jetzt nicht groß aus. Ich habe nur noch 20 Minuten. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken, damit sie das Leben genießen können bis zum Überfließen. Was bedeutet das bis zum Überfließen? Gott möchte, dass wir so viel haben, dass es auf andere überschwappt. Frauen können den Ton in ihrer Familie angeben. Ihr könnt alle in Muffel verwandeln, oder ihr könnt eine fröhliche Atmosphäre schaffen. Ihr könnt aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Oder ihr könnt Probleme erträglicher machen. Frauen sind sehr einflussreich. Nur zu, ihr Frauen. Genau. Wisst ihr, wir alle steuern auf ein Ziel zu. Wir alle sind auf einer Reise. Ich werde vielleicht mal ein Buch mit dem Titel Meine Reise mit Gott schreiben, denn es ist wirklich eine Reise gewesen. Wir alle haben Ziele und Träume, aber sehr wenige von uns genießen die Reise, auf der wir uns befinden. Im Leben geht es weniger ums Ankommen, das steht nicht im Vordergrund, als vielmehr ums Vorankommen. Im Ernst, es geht um die Reise auf dem Weg zum Ziel. Und wie ihr die Reise bewerkstelligt, liegt an euch. Es geht um die richtige Einstellung, die innere Haltung, wie wir über die Reise denken. Unsere Denkweise ist mit allem verbunden, was wir tun. Ich arbeite gerade an einem Buch, in dem es um unsere gedanklichen Verbindungen geht. Das heißt, in welcher Verbindung unsere Gedanken zu unseren Worten, unseren Gefühlen und allem stehen, was wir tun, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir mit Gott umgehen. Achtet mehr auf eure Gedanken und macht euch bewusst, dass euer Kopf kein Mülleimer für den Teufel sein muss, in den er all seinen Krempel reinwerfen kann. Ihr könnt eigene Gedanken fassen, ihr könnt eure Gedanken mit Bedacht wählen. Ihr müsst nicht in den Tag hineinleben und mal schauen, ob es ein schlechter Tag wird oder nicht. Ihr könnt sagen, ich werde meinen Tag heute genießen. Gott hat mir Kraft und Autorität gegeben und ich entscheide mich, meinen Frieden zu bewahren und den Tag zu genießen. Entschließt euch von vornherein. Jedes Mal, wenn falsche Schuldgefühle an meine Tür klopfen, sage ich, hier wohnt nur die Gerechtigkeit Gottes. Auf diese Weise lebt man mit mehr Tiefgang. Mehr Tiefgang zu haben, das ist nichts Mysteriöses, so, oh. Einige Leute sind so tiefgründig, dass sie selbst nicht mehr wissen, wo sie eigentlich stehen. This is not hard. Tiefgang in dem Sinne, wie ich es meine, bedeutet, sich nicht mehr so mit Oberflächlichem abzugeben, sondern nach Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist zu streben. Wenn ihr euch innerlich darauf ausrichtet und diese Grundlage habt, dann wird das Leben süß. Dann können wir für Gott leben und ihm Ehre machen und Menschen sein, die andere nachahmen möchten. Möchten andere so sein wie du? Weiß nicht, hab noch nie darüber nachgedacht. Freut euch am Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Nebenbei gesagt, saß Paulus im Gefängnis, als er das schrieb.
Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht traurig oder deprimiert, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht und Stärke. Mit Freude ist allerdings nicht gemeint, ständig übermütig und ausgelassen zu sein. Das kann dazugehören, aber genauso kann es auch eine stille Freude sein. Und ich würde sagen, dass ich meistens in dieser stillen Freude lebe. Versteht ihr? Wenn ich sage, freut euch, müsst ihr nicht so machen. Ehrlich gesagt, können mir solche Leute ziemlich auf den Keks gehen. Im Leben gibt es nämlich reale Dinge zu bewältigen. Man kann sich nicht durch jeden Tag kichern, aber man kann eine stille Freude haben. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist etwas ganz Praktisches, was man im Alltag tun kann. Ihr könnt nach Hause gehen und sagen, ich will tiefer leben. Eure Mitmenschen werden zwar nicht unbedingt verstehen, was ihr damit meint, aber sie werden das haben wollen, was ihr habt. Wie kann man seine Freude bewusst mehren? Erstens, achtet auf eure Gesundheit. Wenn es körperliche Dinge gibt, um die ihr euch nicht richtig kümmert, dann macht das auch alles andere viel schwerer. Ich wusste nicht, dass ich Probleme mit meiner Schilddrüse hatte. Aber irgendwann war es dermaßen schlimm, dass ich morgens nach dem Aufstehen erst gegen 11 Uhr so richtig in Gang kam. Ich fühlte mich einfach nicht gut. Immer schleppte ich mich durch den Tag. Dann fand ich einen guten Ernährungswissenschaftler, der feststellte, dass bei meiner Schilddrüse eine recht einzigartige Situation vorlag. Die Schilddrüse produziert verschiedene Hormone, unter anderem die Hormone T3 und T4. Meine T3-Hormone wandelten sich nicht in T4-Hormone um, wie das eigentlich sein sollte, obwohl ich laut der regelmäßigen medizinischen Untersuchung immer noch im Normalbereich war, waren die Werte trotzdem zu niedrig für mich. Dann hat man mir nur ein bisschen natürliche Hormone gegeben, und es war erstaunlich, was das bewirkt hat. Wenn ihr ständig traurig oder deprimiert seid, fragt euch, ob das eine geistliche Ursache hat oder ob es an eurer Einstellung liegt. Und wenn ihr überzeugt seid, dass ihr zum einen keine negative Einstellung und zum anderen eine enge Beziehung zu Gott habt, dann lasst euch untersuchen und findet heraus, ob es eine körperliche Ursache gibt, an der ihr ohne medizinische Hilfe nichts ändern könnt. Es ist kein Zeichen mangelnden Glaubens, medizinische Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht. Bleibt von Gott abhängig, aber nutzt alle Mittel, die er zur Verfügung gestellt hat. Versteht ihr? Und ich weiß, dass viele von euch das nicht hören wollen, aber mein Gewissen fordert, dass ich es euch trotzdem sage. Wenn ihr eure Freude mehren wollt, dann fangt an, Sport zu machen. Dieser Arm ist fast 71 Jahre alt. Die Entscheidung bleibt euch überlassen. Ich will es ja nur gesagt haben, ich will euch helfen. Geht spazieren, stemmt Gewichte, was auch immer. Setzt euch in Bewegung. Gott hat uns Gelenke gegeben, damit wir uns bewegen. Nicht nur den ganzen Tag im Sessel sitzen und sagen, ich fühle mich so schrecklich, ich fühle mich so mies. Ich wünschte, ich hätte noch eine weitere Stunde mit euch. Okay, gehen wir mal eine kleine Liste durch, wie ihr eure Freude mehren könnt. Erstens, hört auf, alles durchschauen zu wollen und vertraut lieber Gott. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich bin so verwirrt. Ich verstehe das nicht.
Wenn Gott euch keine Erklärung liefert, dann versucht nicht selbst daraus schlau zu werden. Das verwirrt euch nur noch mehr. Gewöhnt euch daran, bestimmte Dinge auch nicht zu wissen. Das schafft Frieden. Was ist die Ursache für dieses Problem? Weiß ich nicht. Entweder habe ich etwas falsch gemacht oder ich habe etwas richtig gemacht. In beiden Fällen kann nur Gott es wieder in Ordnung bringen. Wenn wir etwas falsch machen, können wir unter Umständen dem Feind die Tür öffnen. Aber wenn wir etwas richtig machen, ist der Feind auch hinter uns her, um uns davon abzuhalten. Also zerbreche ich mir darüber nicht meinen Kopf. Ich bete einfach und wenn Gott mir etwas zeigen möchte, bin ich empfänglich dafür. Ich habe keine Angst vor dem, was Gott mir möglicherweise sagen will. Habt keine Angst vor dem, was Gott euch über euch selbst sagen möchte. Versteht ihr? Habt nie Angst vor dem, was Gott euch in Bezug auf euch selbst zeigen möchte. Nehmt alles an, sagt Gott, du hast recht, ich liege falsch. Nur du kannst mich verändern, hier bin ich, ich gehöre dir. Sobald ihr euch um etwas Sorgen macht, betet und legt die Sache in Gottes Hand. Wir sollten nicht erst beten, nachdem wir alles andere probiert haben. Oh Gott, ich habe alles Erdenkliche versucht, jetzt bleibt mir wohl nichts mehr übrig, als zu beten. Beten ist kein letzter Versuch, sondern sollte die erste Maßnahme sein. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wozu Gott alles in der Lage ist, wenn ihr ihn einfach bittet, sich um eure Probleme zu kümmern? Ich selbst erlebte Erstaunliches im Gebet und dieses Jahr habe ich schneller und öfter Dinge im Gebet zu Gott gebracht als je zuvor. Es geht um ganz simple Gebete wie, Gott, bitte kümmere dich darum. Ich kann das nicht. Mach du das. Verschwendet eure Zeit nicht damit, andere Menschen verändern zu wollen. Wenn sie sich für Gott nicht ändern, werden sie sich auch nicht für euch ändern. Hört auf, Menschen retten zu wollen, die nicht gerettet werden wollen. In Johannes 16, Vers 24 heißt es, bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Ist das nicht wunderschön ausgedrückt? Bittet und empfanget, dann wird eure Freude vollkommen sein. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Vers 7, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Hat jemand schon mal ein Problem durch Sorgen machen gelöst? Der nächste Punkt, bleibt zuversichtlich und glaubt. In Römer 15, Vers 13 steht, Freude und Frieden sind im Glauben zu finden. Kommt, hier geht es heute um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wo sind Frieden und Freude zu finden? Wenn ich meine Freude verloren habe, wonach sollte ich als erstes fragen? Nach dem, was ich glaube. Was glaube ich, was denke ich, wie bewerte ich die Situation, sehe ich alles negativ? Etwas, was ich mir angewöhnt habe, und das kann ich nur wärmstens empfehlen, ist, dass ich schon früh am Morgen sage, manchmal noch bevor ich aufstehe, heute werde ich etwas Gutes erleben und heute werden andere etwas Gutes durch mich empfangen. Erwartet Gutes. Erwartet es. Holt eure Erwartungen aus der Versenkung, pustet den Staub von ihnen ab und macht euch auf, Gutes für euer Leben zu erwarten. Doch glaubt ja nicht, dass der Teufel euch keinen Widerstand leisten wird. Es kann durchaus sein, dass ihr einiges durchmachen müsst, sodass ihr denkt, also dafür bete ich nicht mehr. Aber ich kann euch eine Bibelstelle nach der anderen aufzählen, in der wir aufgefordert werden, Gutes von Gott zu erwarten. David hat gesagt, doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Zum Glück müssen wir nicht auf den Himmel warten, bis wir Gutes erleben. Gott möchte uns auch jetzt schon Gutes schenken, hier auf der Erde. Entspannt euch. Seid nicht immer so furchtbar verbissen. Oh, hast du die Schwere heute im Raum gespürt?
Ja, und die lag vermutlich an dir. Be very careful about. Achtet darauf, was ihr sagt. 1. Petrus 3, Vers 10. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Redet euch selbst gut zu. Meine Freude hängt nicht von meinen Lebensumständen ab. Mein Friede hängt nicht von dem ab, was gerade los ist. Wenn du ein glückliches Leben führen, trifft das auf euch zu, wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, ob sie nun äußerlich gut erscheinen oder nicht. Im Grunde steht da, Tage können auch dann gut sein, wenn eure Umstände nicht so gut sind. Ich denke mir das nicht aus, das steht da. Dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wisst ihr, es gibt so vieles, was wir leichtfertig sagen, ohne uns der Auswirkung unserer Worte bewusst zu sein. Im Englischen gibt es die Redewendung, dass man seine Worte essen muss. Und das Wort kommt eigentlich aus der Bibel. In der Bibel steht, dass wir unsere eigenen Worte essen müssen. Proverbs 18. Sprüche 18, Vers 20. Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, muss die Frucht seiner Worte essen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wenn ihr den ganzen Tag lang nur über eure Probleme redet, werdet ihr auch keine Freude haben. Wir werden das Leben nicht genießen, wenn wir ständig in unseren kleinen Gruppen zusammensitzen und über andere tratschen. Verbringt eure Mittagspause bei der Arbeit nicht damit, über alles zu reden, was bei der Arbeit nicht richtig läuft und alles, was man nicht für euch tut und was ihr nicht habt. Wenn das alles ist, worüber eure Kollegen reden wollen, tätet ihr besser daran, allein zu essen. Geht lieber spazieren und sagt Gott, ich weiß, dass es Dinge gibt, die besser laufen könnten, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Danke, Herr, dass ich einen Job habe. Ihr müsst gegen den Teufel ankämpfen und das Größte, das Beste. Seid ihr bereit für das Finale? Das Beste? Das absolut Beste, Größte, Wunderbarste. Was ihr machen könnt, um eure Freude zu mehren, ist etwas Gutes für jemand anders zu tun. Das ist der absolut großartigste Weg, um ein besseres Leben zu haben. Wenn wir unser Leben wirklich genießen wollen, dann müssen wir Gott in jeder Situation vertrauen, zuversichtlich bleiben und etwas tun, um anderen zu helfen. In Psalm 37, Vers 3 steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Ich glaube, das ist eine einfache Formel, wie wir uns verhalten sollten, wenn wir Probleme haben. Wir müssen immer das Wichtigste an die erste Stelle setzen und es ist wichtiger, weiter auf Gott zu vertrauen und anderen Gutes zu tun, als zu bekommen, was wir gern hätten. Wenn wir uns zuerst für Gottes Sache einsetzen, kommen wir am Ende schon nicht zu kurz. Wie wär's mit einem täglichen Frische-Kick? Frische Impulse liefert Ihnen die tägliche Andacht von Joyce per E-Mail. Jetzt kostenlos anmelden. Ich war viele Jahre kokainabhängig. Meine Mutter war uns gegenüber immer sehr distanziert. Ich fühlte mich von ihr verstoßen. Obwohl ich immer dachte, dass ich stark sein müsste, merkte ich doch, dass ich nicht stark war. Als ich 23 war, traf ich einen Mann, der mich glauben ließ, er würde mich beschützen. Aber dann merkte ich, dass er mich nur ausnutzte. Er brachte mich dazu, als Prostituierte zu arbeiten. Und er war derjenige, der mich an die Drogen heranführte. Wann wurde dir klar, dass sich dein Leben ändern muss?
Das war der Moment, als meine Tochter geboren wurde. Ich hatte Angst, dass sie als Drogenabhängige enden würde, genau wie ich. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchen. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein 9- bis 12-monatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Wir haben immer gebetet und daran geglaubt, dass Gott uns versorgen wird und uns Platz für noch mehr Frauen schenkt. Und dann rief Norbert mich eines Tages an und erzählte mir, dass Joyce Meyer uns ein Grundstück kaufen würde. Das war wie ein Wunder. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Joyce Meyer hat selbst viel Leid erlebt und dann das Wort Gottes entdeckt, das heute das Fundament ist, auf dem sie steht. Und nicht nur das. Sie erzählt auch der ganzen Welt davon, wie Gott sie verändert hat. Für dich hat sich viel verändert. Inwiefern hat das auch das Leben deiner Töchter verändert? Oh, sehr. Sie sind sehr stolz auf mich. Ich habe angefangen zu studieren, um Therapeutin zu werden und mit Drogenabhängigen zu arbeiten. Und ich bin fast fertig. Das ist meine Art, Gott Danke zu sagen für all das, was er in meinem Leben getan hat. Ich weiß jetzt, was Liebe wirklich bedeutet. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Und starten Sie befreit in Ihre Zukunft. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 41111. Wenn Ihr Tag nicht so läuft wie geplant, geben Sie nicht auf. Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrem Leben wieder mehr Freude, Zufriedenheit und Begeisterung empfinden. Bestellen Sie jetzt 20 Tipps für einen glücklichen Tag von Joyce Meyer. Telefonisch unter 040 88 88 41111 oder im Internet unter joyce-meyer.de/20tipps.